Hey Leute, Thema Handgelenke heute bei mir, ganz ganz wichtig. Bestimmt schon mal gehabt, Schmerzen, wenn ihr euch abstürzt oder sogar dauernde Schmerzen, also chronische Schmerzen, kommt oft einfach, weil das Handgelenk nicht mehr belastet wird in unserem Alltag. Ne? Mobility Drills fürs Handgelenk finde ich ganz ganz wichtig. Und helfen euch natürlich dann im Training, wenn Stützsachen sind oder irgendwelche Belastungssachen für euer Handgelenk. Und außerdem beugt ihr Arthrose, Ganglien, Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnelsyndrom, bla 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 bla, alles Mögliche vor. Und ihr müsst nicht so viel zum Arzt laufen. Also, ich werde es mal kurz erklären. Schaut einfach darauf, dass das Handgelenk immer schön aufliegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein Partner kommt mit dazu. Hallo, Buddy. Komm her, mach mal Sitz. Und versucht im Prinzip, das Ganze auch ein bisschen durchzuziehen. Ne? Also nicht bloß ein, zwei Mal hin und her, dann ist es gut. Sondern wirklich versucht euch mal mit dem Handgelenk gute zwei, drei Minuten zu beschäftigen. Ganz, ganz wichtig. Okay? Und es geht wie folgt. Ausgangsposition ist der Vierfüßler, also wirklich hier da schön drin. Ne? Vierfüßler. Und dann gehe ich hinten auf meine Zehenspitzen und jetzt gehe ich einfach nach vorne, also meine Arme bleiben gestreckt und ich schiebe mich über meine Handgelenke hinaus. Ne? Das mache ich ein paar Mal vor und zurück. Gebe Last auf meine Handflächen, immer Kontrolle behalten. Zweite Geschichte ist dann, ich drehe meine Handgelenke nach außen, okay? Oh, schön gerade, Schultern immer schön drüber, über die Handgelenke. Und jetzt kippe ich zur Seite, links und rechts, ganz wichtig. Okay, nächster Step, jetzt drehe ich meine Handgelenke richtig um, dass meine Fingerspitzen zu meinen Knien schauen. Okay, und dann schaue ich weiter. Und rutschen vielleicht ein bisschen entgegen, dass meine Knie näher zu meinen Handgelenken stehen. Und jetzt versuche ich mich nach hinten zu setzen. Kommt vorwiegend Spannung natürlich hier in den Unterarm rein. Also schön aufrecht sitzen, dann wieder nach hinten sitzen, okay? Immer Handflächen am Boden. Weiter geht's, wieder entlasten. Dann auf die Fäuste, okay? Und jetzt wirklich Kontrolle rein. Wirklich schauen drauf, dass meine Handfläche am Boden nach unten geht. Jetzt hier, okay. Mit dem bleibe ich mit einer Seite, um Kontrolle zu bewahren. Gehe wieder auf meine Faust und lege meine Hand wieder ab. Das mache ich auch ein paar Mal, okay. Dann geht es weiter, wenn ich das habe. Dann lege ich ab und jetzt bringe ich Rotation rein. Ich drehe mein Handgelenk einfach, jipp, so weit wie es geht. Der Arm braucht jetzt nicht unbedingt durchgestreckt zu sein, sondern jetzt geht es darauf, dass das Handgelenk am Boden richtig aufliegt und dann wieder zurückgeht. Okay? Und dann als nächstes ein bisschen extremeren Drill, der ganz, ganz gut ist, positioniere ich mich mal neu. Schaut so aus. Ich lege meine Hand wieder wie gehabt nach hinten. Das heißt, meine Fingerspitzen schauen nach hinten. Okay? Und dann packe ich gehe mal näher ran, dass ihr das seht. Hopp, 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 hopp. Genau, machen wir es mal so. Okay, dann packe ich meinen Daumen, den hier, und mein Daumengrundgelenk. Also packen, packen, okay. Sehr gut. Ich bleibe immer in einer Position. Und jetzt drücke ich, schaut mal her, mein Bizeps drücke ich nach vorne, also Arm strecken und nach vorne drehen. Jetzt kommt schon die erste Spannung, ich verkürze durch das, dass ich meinen Daumen habe, einfach die ganze Einheit. Und jetzt ist mein Arm gestreckt, Bizeps nach vorne gedrückt und jetzt kann ich noch nach hinten gehen. Seid da vorsichtig, weil das ist wirklich ein bisschen ein High-Level-Drill, okay? Denkt an eure Handgelenke. Macht jeden Tag circa, ja, beschäftigt euch so gute 5-6 Minuten damit, in der Arbeit, am Kopierer, bewegt euch einfach, bleibt geschmeidig mit den Handgelenken.